Keine Ahnung, Bruder. Sadik, Allah. Sadik macht sein Ding. Keine Ahnung. Er ist ja bei Seiten auf Null, da hat er sein eigenes Label, da macht sein Ding. Er ist ja auch gut mit den Jungs so. Am Ende des Tages, jeder geht seinen Weg, Bruder. Jeder will einfach nur Musik machen, Bruder. Verstehst du? Entweder die Chemie passt oder passt nicht, Bruder. Weißt du, was ich meine? Also, wart ihr schon ein Team damals, ne? Mit Sadik? Man hat euch ja schon so, Sadik und Dimarok so. War schon so ein Team. Das ist mein Homie, alle. Heute noch mein Homie, alle. Ja. Sadik, alle. Aber ihr seid ja nicht mehr dieses Dimarok und Sadik Team, so dass jeder Song jetzt irgendwie in Verbindung mit ihm steht oder dass man so denkt. Passt nicht. Also, jeder hat so seinen eigenen Style, so. Weißt du, was ich meine? Man hat sich auseinandergelebt. Hat sich das ein bisschen entwickelt oder was, so? Ja, Bruder. Jeder hat so seinen eigenen Style entwickelt. Dann hat man auch nicht manchmal die gleiche Meinung gehabt in der Musik, so. Aber das nehmen wir gar nicht ernst, so. Wenn ich den sehe, wir lachen uns tot auch, was geht ab? Das ist geil. Mein junger Brüder, weißt du? Das ist aber gut so, das ist auch keine... Wegen Musik, guck mal, was bei uns in Frankfurt gut ist. Alle, wir machen nicht diese Rap-Update-Filme, weißt du, was ich meine? Wenn Scheiße passiert oder Streit passiert, dann bleibt es da, wo es ist, weißt du, was ich meine? Es hat nichts in den Medien verloren, Bruder. So eine Propaganda brauchen wir nicht. Wir kommen mit guter Musik, wer Bock hat, kann hören. Wer versteht, weiß, dass es real ist, so, Bruder. Dann passt das nicht. Chef, wir haben Streit, wir kennen uns nicht, wir streiten uns. Wir haben aber einen Kontakt. Ich kann doch nicht sagen, ey Leon, ich habe den so gemacht, ich habe so mit denen gemacht. Mhm. Macht man nicht. Wenn wir einen Streit haben, dann lass es unter dem Teppich. Weißt du, was ich meine? Lass sein. Wenn Action passiert, dann lass es trotzdem hinter den Kulissen. Aber die Leute wollen immer damit punkten, Bruder. Weißt du, was ich meine? Leute unterdrücken, erniedrigen mit irgendwelchen Posts, alle. Bruder, wir sind erwachsene Leute. Weißt du, was ich meine?